Herzlich willkommen auf meinem Kanal The Unknown Places. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich wieder in einem Lost Place, wo mein Kanal begonnen hat. Und ich euch traurigerweise auch heute mitteilen muss, dass mein Kanal in der Form, wie er jetzt momentan noch existiert hat oder noch existieren wird, nicht mehr geben wird, weil das Thema Lost Place einfach auch schon, ja, es hat schon so einen Bart und auch wie ihr meine Aufrufzahlen von meinen Videos erkennen könnt, sind die extrem zurückgegangen. Das liegt auch mitunter daran, dass ich nicht mehr jedes Video, was die letzten 1 bis 2 Monate rausgekommen ist jetzt, nicht mehr in diversen Gruppen teilen tue, weil ich einfach mal gucken wollte, wie viele Leute meine Videos wirklich aufrufen, ohne die jetzt, ohne die Videos jetzt großartig anprangern zu müssen. Und ja, die Aufrufzahlen, die sprechen eindeutig für sich und deswegen habe ich gesagt, okay, dann soll es wohl nicht so sein. Dann soll ich meinen Kanal vielleicht nicht mehr mit Lost Place füttern oder beziehungsweise Lost Place drehen. Zum einen, wie gesagt, ist Lost Place halt auch ja, ein Ding, was mittlerweile so einen Bart hat und wo sich einige schon drauf gestürzt haben auf das Thema. Ich mich auch selber nicht mehr wirklich mit Lost Place identifizieren kann. Und deswegen habe ich entschieden, keine Lost Place Videos mehr zu drehen. Zumindest nicht mehr so exzessiv, wie ich es bis jetzt gemacht habe, sondern ja, hin und wieder mal. Also ihr werdet in naher Zukunft auf jeden Fall weniger Lost Place sehen. Und im Zuge dessen habe ich mich auch entschieden, den Kanal umzubenennen. Wenn ich es nicht jetzt schon getan habe, dann werde ich es die Tage jetzt tun oder beziehungsweise die Wochen und werde es dann immer mal wieder ein bisschen mit einfließen lassen. Ich habe mich dazu entschieden, den Kanal so zu benennen, dass er nicht mehr wirklich mit Lost Place in Verbindung gebracht wird, sondern einfach mit dem, was ich tun möchte oder mit dem, woran ich Spaß habe. Deswegen werdet ihr auf meinem Kanal immer mal wieder ein Lost Place Video sehen, aber überwiegend einfach das, worauf ich Bock habe. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, ein Video rauszubringen, wann ich Bock habe, nicht wann ihr Lust habt dazu. Klar, es ist immer besser, wenn man 1 bis 2 Videos die Woche rausdroppen kann, aber ist momentan halt einfach bei mir zeitlich einfach nicht möglich. Weil viele vergessen auch, dass da nicht nur der Dreh ansteht, sondern auch Videoschnitt. Man versucht dann auch ein bisschen was vorzubereiten für so ein Video, weil man will es ja nicht einfach in die Kamera ballern. Deswegen habe ich für mich auch entschieden, ich werde vielleicht mal 1 bis 2 Videos rausbringen, dann vielleicht mal wieder gar keins. Einfach so, wie ich Zeit und Lust habe. Fakt ist aber auch, dass ich keinen Leuten mehr hinterher renne. Ich werde nicht mehr ewig lang in irgendwelchen Streams mit dabei sein, wenn ich da nicht merke, dass irgendwelches positives Feedback auch für mich zurückkommt. Worauf ich auch keinen Wert mehr lege, das sind leere Versprechen. Es gibt Leute, mit denen stand ich in Kontakt. Da hat es geheißen, ja, man kann sich mal treffen, man kann mal ein Video zusammen aufnehmen. Ich habe dieser Person, um die da geht, explizit mehrere Termine bzw. mehrere Zeiträume genannt, an denen ich Zeit hatte. Mir wurde immer wieder zugesagt, beziehungsweise dann auch kurzfristig wieder abgesagt. Ich glaube, ich habe auch dieser Person wirklich genug Zeit eingeräumt, um mir zu antworten. Und man hätte auf jeden Fall was starten können, aber ja. Dieser Person war es dann wichtiger, sich mit anderen YouTubern zu treffen, die natürlich größer waren wie ich. Und demzufolge kam natürlich dann auch kein Treffen zustande, aber egal, schwamm drüber, das ist Vergangenheit. Ich konzentriere mich auf meinen Kanal und werde das Beste daraus machen. An der Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bei euch allen bedanken da draußen. Mittlerweile sind wir jetzt über 530 Abonnenten auf meinem Kanal. Das feiere ich mega, also da freue ich mich echt mega drüber. Aber ich glaube auch, dass da der ein oder andere dabei war, der mir ein bisschen schaden möchte und hat mir da wahrscheinlich, Fake-Abos geschenkt. Gruß geht an dich raus. Ich denke, ich weiß, wer du bist, aber ist jetzt auch egal. Ich finde es scheiße, dass man jemanden so schaden muss mit solchen Fake-Abos, weil das natürlich auch die Entwicklung des Kanals irgendwo kaputt macht. Weil welche, die ernsthaftes Interesse an meinem Kanal haben, die sehen auch,
Was ist da los? Der hat über 500 Abonnenten, aber gerade mal noch über 100 Aufrufe auf seinen Videos. Da gibt es natürlich mal den einen oder anderen Ausreißer, da sind es dann mal 200. Aber so im Großen und Ganzen ist der Kanal eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es an einer längeren Pause lag oder was auch immer. Aber ja, jemandem anderen so Schaden zuzufügen, das finde ich natürlich auch kacke. Aber naja, kann man nichts machen. So, und jetzt zu den Leuten, die glauben, ah, Lost Place, die findet man total easy, locker, da fährt man mal ein bisschen durch die Kante und guckt da mal ein bisschen mehr aus dem Fenster raus. So ist es nicht, meine Freunde. Also jeder, der glaubt, die ganz großen YouTuber, die finden die ganzen Lost Places mal kurz so am Straßenrand. Nee, ist es nicht. Und ich möchte auch behaupten, jeder zweite größere YouTuber verfügt mindestens über ein bis mehrere Karten, auf denen Lost Places verzeichnet sind, weil sonst wären solche großen Touren nicht planbar. Das ist unmöglich. Also ich setze mich nicht ins Auto, fahre nach, keine Ahnung, nach Timbuktu und ich hoffe, da sind 10 Lost Places und wir werden von den 10 locker 8 schaffen. Never ever. Ja, was mir am meisten auf den Sack geht, das ist das, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe Freunde kennengelernt, in Anführungsstrichen. Bei denen war ich stundenlang teilweise in den Livestreams mit drin, habe den Chat aktiv gehalten, habe fleißig kommentiert, beziehungsweise halt auch, ja, mitunter auch teilweise die Leute ein bisschen unterhalten. Und dann kommt von solchen Leuten einfach nichts zurück. Stattdessen wird man sogar noch auf WhatsApp blockiert. Und ja, es wird sich nur noch sporadisch gemeldet. Wenn überhaupt, oft war ich meistens eigentlich derjenige, der den Kontakt aufgebaut hat oder aufrechterhalten hat. Ja, und dann auch noch eine auf beleidigt tun, weil man auf einem anderen Kanal aktiver ist. Die kennen sich untereinander, die beiden. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ist auch egal. Ich hoffe, die Person, die es betrifft, sieht das Video hier und ja, so viel dazu. Ja, mit diesen Worten und diesem kleinen Video hier geht eine kleine Ära für mich zu Ende. Wie gesagt, keine Angst, ich werde den Kanal auf jeden Fall nicht komplett einstampfen. Ich werde ihn umbenennen. Und zwar in den Namen Dads. Na, was war jetzt los? Naja, ich hoffe, ich habe es noch auf Kamera. So, und hiermit gehen ein paar ganz spezielle Grüße raus an vor allem Fabi. Ich bin's jetzt. Wir haben uns unter ganz witzigen Umständen kennengelernt und darauf bin ich mega stolz, weil das zeigt mir wiederum, dass YouTube und ja, Social Media doch ein bisschen verbinden kann und man ganz nette Leute kennenlernen kann, auch wenn man davor ein paar richtige dumme Popolöcher kennenlernen muss, um dich kennengelernt zu haben. Fabi, ich finde es mega, dass wir uns beide kennengelernt haben durch diese Umstände und ich hoffe, wir werden vielleicht das ein oder andere Video mal zusammen starten. In dem einen oder anderen Livestream war ich ja bei dir mittlerweile schon dabei. Mega nice, dein Setup, mega geil. Und ja, Fabi an sich einfach ein mega geiler Dude. Und schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Sein Kanal, Twitch-Kanal sowie der YouTube-Kanal von ihm sind unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Klickt da mal drauf, lasst viel Liebe da und seid auf jeden Fall mal in seinen Livestreams dabei. Da wird einem einiges geboten. Es wird Musik gemacht, es wird gelacht, es wird Spiele gespielt, es werden teilweise sogar meine Videos geguckt. Finde ich auch mega stark von dir. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, wie gesagt, schaut bei dem Jungen vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, und dann habe ich euch nochmal einen geilen Dude, und zwar den Flo vom Kanal Redshot. Ist mittlerweile jetzt auch auf Twitch unterwegs unter demselben Namen. Blende euch alle Namen unten ein. Ich habe sein Overlay ja, gebastelt, gebaut mit Photoshop und das hat er auch fleißig im Einsatz. Finde ich auch mega stark und er benennt mich da auch jedes Mal in seinen Streams, verlinkt da auch zu meinem Kanal und wirklich vielen, vielen herzlichen Dank dafür, Flo, an der Stelle. Flo und ich haben noch ein kleines Projekt eventuell vor, wenn es noch klappt. Da sind wir noch am Arbeiten daran. Ja, mal schauen, wenn es soweit ist, dass es spruchreif wird und ein Video dazu gibt, dann lasst es euch auf jeden Fall wissen. Das wird auf meinem Kanal veröffentlicht. Und
ja, bin gerne in seinen Livestreams mit dabei, mittlerweile auch schon Moderator, finde ich auch stark. Er ist jetzt noch nicht so groß, aber das kann noch werden, was noch nicht ist, kann noch werden, wie es so schön heißt. Und ja, schaut auf jeden Fall auch bei ihm auf seinem Kanal vorbei, sowohl auf Twitch als wie auch auf YouTube, und lasst ein bisschen Liebe da, kommentiert ein bisschen. Wie gesagt, das ist ein total netter Dude und ja, ich mag ihn einfach. Er hat eine super, super sympathische Art. Ja, wie gesagt, lasst ein bisschen Liebe da bei ihm, smash den Abo-Button und seid fleißig in seinen Livestreams mit dabei, weil er unterhält seine Community auch mega genial. Auch die kleinen Clips, die er manchmal dreht, sind super geil gemacht, sind auch zum Lachen. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, und ich hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit, ob es mit irgendwelchen Projekten ist oder vor allem auf freundschaftlicher Basis, hoffe ich, dass wir da uns weiterhin gut so gut verstehen wie jetzt. Und mach auf jeden Fall weiter so, bleib dran, und dann kommt der Ruhm irgendwann von ganz alleine hoffentlich, weil du hast auch echt verdient. So, und dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei meiner Mama bedanken, die es mir immer wieder ermöglicht hat, solche Videos drehen zu können und vor allem auf Tour gehen zu können, dass du da immer wieder den Lenny zu dir aufgenommen hast und dich um ihn gekümmert hast. Mega, mega, mega starkes, krasses Dankeschön. Küsschen geht an der Stelle raus an meine Mama. Ich hab dich ganz so lieb, Mama. Ja, dann geht noch ein spezielles, dickes Dankeschön an meine Frau raus. Vielen Dank, dass du immer wieder auf den Lenny aufgepasst hast oder mit ihm die Zeit alleine verbracht hast, während ich auf Tour war mit den Jungs oder mal alleine, je nachdem. Vielen, vielen Dank auch dafür, mein Schatz. Muah. So, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht mein Licht dabei hätte. Klar, klassische Urbexer, hat immer eine Taschenlampe oder irgendein Licht dabei. Was ich euch noch sagen wollte, schaut ab und zu mal auf meinem Community-Tab vorbei. Da wird es immer mal wieder ein paar Updates geben, wie die momentane Lage ist bei mir, ob ich ein Video raushaue oder was als nächstes kommt. Oder man kann ja auch Umfragen dort starten, finde ich auch eine tolle Funktion. Ich finde es auch mega geil, dass YouTube da jetzt gesagt hat, diese Community-Tab wird nicht nur YouTubern mit 1000 Abonnenten bereitgestellt, sondern auch mittlerweile jetzt ab 500. Und ja, einfach eine geniale Sache. Ich werde da immer mal wieder eine Abstimmung starten oder wie gesagt ein Video ankündigen oder einfach mal nur ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Und ja, wäre cool, wenn ihr da ab und zu mal vorbeischauen würdet. Und dann seid ihr auf jeden Fall immer ein bisschen up to date. Tja, wie es halt immer so ist, zieht es einen immer zu den Wurzeln zurück. Demzufolge hat es mich wieder hierher gezogen, weil hier einfach alles begonnen hat mit meinem Kanal. Das war eins meiner ersten Videos, oder das war das erste Video. Und deswegen verabschiede ich mich heute von euch erstmal in eine kleine Winterpause jetzt auch. Weil, wie gesagt, ich mache mir den Druck nicht mehr und versuche da jede Woche ein Video rauszuballern. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ich gehe hier mit einem traurigen Auge und einem fröhlichen von hier weg. Sicherlich wird es mich das ein oder andere Mal wieder hierher verschlagen, weil, wie gesagt, hier hat alles begonnen und hier wird es mich immer mal wieder her verschlagen. Ja, dann sage ich jetzt zum letzten Mal, bleibt gesund und munter, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.